Hier spricht Catherine Collins. Ich weiß nicht, ob dies jemals jemand hört. Es ist alles vorbei. Nur ich bin noch übrig. Und damit herzlich willkommen zurück bei Everybody's Gone to the Rapture. Und wir stehen vor dem Observatorium, wo wir nun offenbar hin müssen. Wohin? Okay, das ist Tower 1 also. Hatte sich Steven zu mir gebeugt und aus dem Fenster gezeigt. Da unten, sagte er, ist zu Hause. Alles, was ich sah, waren farbige Flecken. Ich glaube, bis zu diesem Moment wusste ich nicht, dass das eine das andere so vollständig beinhalten kann. Okay, ich glaube, wir können hier nicht rein. Wir hören uns hier die Tonbänder einfach nur an, würde ich sagen. Hier geht eine Treppe hoch. Ich neige aber dazu, erstmal zu Tower 2 zu gehen. Ja, und leider können wir uns an dieser Stelle nicht mehr schneller bewegen. Und auch die Computer lassen sich nicht mehr einschalten. Ja, und hier haben wir überall diese Symbole. Sieht für mich stark nach einem Schmetterling aus. Ich habe einen Schmetterling beobachtet, der im Sonnenlicht tanzte. Sein ganzes Leben verpackt in einen einzigen Tag. Ein Wimpernschlag zwischen der Ebbe der dunklen Gezeiten. Ich lag da mit dem Muster um mich herum und ich erkannte das Unvermeidliche. Die Notwendigkeit der Anwesenheit durch Abwesenheit. Die ständige Veränderung. Ja, das mit den Schmetterlingen passt ja sehr gut dazu, da wir gerade Until Dawn spielen. Okay. Das finde ich jetzt schon ein bisschen unheimlich. Nun gut, also dann zu Tower 3 und 4, würde ich mal sagen. Und ich nehme an, dass das die 4 ist und das die 3. Tower 3.
Ich hatte gedacht, wir können jetzt hier durchgucken. Fotos vom Licht. Nee, können wir offenbar nicht rein. Wir sollen uns hier wahrscheinlich nur die Fotos anschauen, schätze ich mal. Dann gehen wir mal zu Tower 4. Wir können hier nochmal probieren, ob wir hier reinkommen. Wobei, nee, das wird nicht gehen, denn wir kommen nicht über das Grünzeug drüber weg. Es ging wahrscheinlich nur um die Fotos. Wer hat die gemacht? Hier sind wir wieder bei Tower 2. Hier waren wir doch, oder nicht? Hier waren wir doch, hä? Okay, jetzt habe ich verlaufen. Okay. Tower 1. Tower 2. Tower 3. Dann sollte das da die 4 sein. Da steht's auch. Hier übrigens keine Schritte mehr. Vielleicht sind wir doch irgendwie eine spirituelle Kraft, wie auch immer. Aber wir hatten am Anfang auf jeden Fall immer die Schritte. Ich habe gesehen, wie sich das Muster neigte und die Zeit fast anhielt. Ich habe gesehen, wie die Flamme aus Stevens Hand sprang und die Zeit stillstand. Für immer. Ich sah in sein Gesicht. Und in der letzten Sekunde glaubte ich fast, er hat mich gesehen. Er war nicht ängstlich oder wütend. Ich erinnere mich an sein Gesicht. Wie damals, beim ersten Mal, als er morgens ganz früh aufwachte und noch völlig verschlafen sagte, ich liebe dich. Und ich liebte ihn, als er ins Feuer ging. Ich ließ ihn gehen, weil ich noch nicht bereit war, ihm zu folgen. Wir haben uns an diesem Ort an die Zeit geklammert und das Licht am Boden gehalten, weil wir vor der kommenden Dunkelheit Angst hatten. Aber jetzt wissen wir, dieses Klammern an das Licht ist nicht das Leben. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, mir das Licht einer Million toter Sterne anzusehen, ohne diese Tatsache zu verstehen. Das Licht, das wir ausstrahlen, überdauert den Tod. Das Muster unseres Lebens baut eine Brücke über die Dunkelheit. Ja, das klingt alles schon sehr spirituell, muss ich sagen. Gut, ich glaube, wir müssen zu Tower 5.
Sieht ein bisschen aus wie Weihnachten hier. Sehr mysteriös. Des Turms heraus, über das Observatorium und das Tal und verschlingt die Welt. Alles ist jetzt Licht geworden. Alles ist zur Ruhe gekommen. Die Welt ist durchzogen von den Spuren, die wir hinterlassen. Unsere Präsenz ist überall. Die Brücke zwischen unseren Geschichten. Diese Welt hat existiert, bevor wir herkamen, und sie wird uns überleben. Auf den leeren Feldern und in den Häusern leuchten unsere Spuren. Und andere werden in dem Licht tanzen, das wir ausstrahlen. Wir können gelassen gehen. Ohne Angst. In dem Wissen, dass alles weitergeht. Hier kommen wir nicht weiter. Also weiter nach oben. Einer fehlt noch. Das ist sehr wahrscheinlich Kates Auto, würde ich jetzt mal tippen. Ich glaube, hier geht es auch gar nicht weiter. Tower 6. Nein, wir können da nicht durchgucken. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier offenbar rein. Und es ist dunkel. Und wir nähern uns dem Ende des Spiels. Ich spreche diesen Text hier gerade im Nachhinein ein und werde keine Gelegenheit mehr bekommen, hier noch etwas zu sagen. Denn ich möchte auch nicht in die Credits reinquatschen. Deshalb werde ich ganz am Ende der Folge im Endscreen noch ein paar Worte zum Spiel sagen. Und nun viel Spaß beim Finale. Okay, ich kann das Tonband nicht aktivieren. Das Ende kommt jetzt. Ich habe keine Angst. Wir haben einander. Wir waren von ihnen getrennt. Wir verstehen jetzt unser Versagen, sie zu berühren, dazu zu gehören. Aber das ist jetzt egal. Alle sind weg. Und wir werden zu ihnen gehen. Wir werden getrennt geboren. Treibholz an den Ufern eines endlosen dunklen Ozeans. Und die Strömung wird uns schon bald davontragen.
aber in der Zwischenzeit, an einem einzigen Tag leben, diesem Tanzen in einem Sonnenstrahl, finden wir, was uns fehlt. Die Liebe, die uns ganz werden lässt, die in uns wohnt. Jeder findet sein Gegenstück. Dieses Muster ist meins. The end has come and I
Das war also Everybody's Gone to the Rapture. Und ich muss sagen, ich habe mich von Anfang bis Ende sehr unterhalten gefühlt, auch wenn eine Frage für mich bleibt: Wen haben wir eigentlich gespielt? Ich hatte kurzzeitig das Gefühl, wir würden diese außerirdische Lebensform selbst spielen. Dagegen spricht allerdings, dass wir eben Schritte erzeugt haben, was ich ja mehrfach im Spiel angedeutet habe. Die Geschichte selbst, denke ich, muss jeder für sich interpretieren. Aus meiner Sicht hat man hier Kontakt zu einer außerirdischen Lebensform aufgenommen, die ganz allein war, die auch Kontakt gesucht hat und bei den Kontaktversuchen eben die Energie der Menschen verbraucht hat, bis am Ende eben niemand mehr da war. Was für mich nicht ganz klar wurde, war tatsächlich nur dieser Ort betroffen oder tatsächlich der ganze Planet Erde. Wir wissen zwar, dass Steven per Kurzwelle niemanden mehr erreicht hat, aber das kann ja auch einfach nur bedeuten, dass der Ort abgeschirmt war, wie auch immer. Diese Frage bleibt in meinen Augen. Ich würde auf jeden Fall gern eure Meinung dazu hören. Nutzt die Kommentarfunktion und sagt mir, wie ihr das Ganze seht, wie ihr diese Geschichte interpretiert. Und damit sind wir dann auch am Ende hier angekommen. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt, bis zum Ende durchgehalten habt und würde mich freuen, wenn ihr auch in das eine oder andere Let's Play hier auf unserem Kanal reinschaut. Bis dahin, ciao, ciao.